Herzlich willkommen zurück zu Zelda Minish Cap. So, und was wir als nächstes machen wollten, zumindest was ich als nächstes machen wollte, ich habe gar nicht gesagt am Ende beim letzten Mal, was ich machen wollte. Ich wollte mal hier vorbeigucken, denn jetzt ist ja der zweite Teil der Magnus-Schwertfibel da. Ja, ich will sie lesen. Magnus-Schwertfibel Band 2, das Item des Jahres. Du als Abenteurer kennst sicher schon Wesen, die an Wänden entlang krabbeln. Kenne ich die? Im Fall fällt mir gerade nicht ein. Egal. Sie feuern elektrische Blitze ab, die dich unter Strom setzen. Ach so, doch, die kenne ich. Hast du schon ein paar deiner Items ausprobiert? Abenteurer, bleib aufrecht. Der Boomerang ist die Lösung. Aha. Weiterlesen. Was tun, Meister Magnus? Wenn ein Gegner deinen Schild klaut, dann verzage nicht. Erkämpfe mit dem Schwert deinen Schild zurück. Erzähl mir was Neues. Weiterlesen. Die 8 Wunder von Hyrule. 2. Der Spiegelschild. Den kenne ich. Mit ihm lassen sich gegnerische Strahlenattacken zurückschleudern. Welch wundersamer Schild, so zumindest wird es erzählt. Okay, gehabt dich wohl, werter Leser, dieser zweite Band, der war kürzer als der erste. Hier liegt ein Leserbrief, den ich gleich beantworten möchte. Woran erkennt man einen wahren Schwertkämpfer? An der Haarpracht. Okay. Der nächste Band wird Band 3 sein, wohl auf. Okay, ja, weiß ich. Ach ja, okay, ich kann gleich den dritten Band bestellen. So. Okay, dann habe ich auch gleich wieder ein paar Rubine weniger und kann auch wieder neue Rubine aufnehmen. So, dann will ich nochmal gucken, ob der Gorone hier in der Stadt, warum hat er das Fragment nicht mehr, hä? Okay, kaufe ich halt das. So. Ja, ich kaufe das einfach mal. So. Und ich glaube, das kaufe ich auch mal. Ja, auch wenn es 300 kostet. Alles ausverkauft. Nächstes Mal habe ich wieder alles da. Ach so, man muss alles kaufen. Na gut, was wollte ich dann? Also, ich will jetzt noch zwei Sachen machen, die mir gerade eingefallen sind. Aber ich muss mal kurz was gucken. Ja, ich glaube, ich gehe mal zum östlichen Hügel. Und dann wollte ich auch noch den einen Schwertmeister besuchen, der da im Dunkeln gelebt hat, falls ihr euch noch erinnert. Maxissimus hieß der, glaube ich. Denn der soll wohl irgendwie, Quatsch, was wollte ich eigentlich sagen? Was ich sagen wollte ist, ich habe jetzt die Kerze. Eine Flasche. Wow. Okay, das war die Truhe, die ich durch Alberich bekommen habe, oder? Na gut. Da passieren wirklich tolle Sachen. Gut, ich habe eine Flasche bekommen. Und jetzt will ich noch die Schlange töten. Und ich überlege gerade, ob es wirklich hier war, was ich machen wollte. Und zwar diese eine Höhle mit den zwei Goronen. Also wo erst ein Gorone war und dann ist da ein zweiter dazugekommen und die haben die Mauer eingerissen. Wo waren das? Genau. Ich glaube, das war weiter oben. Ich hoffe, ich irre mich nicht. Ja, das war hier. Okay. Alles klar. So, hier rein und da runter. Und hier ist jetzt frei. Och nö. Jetzt werden 4 Goronen gebraucht. Na toll. Ja. Na dann. Aber ich wollte noch was machen. Und das habe ich ja auch gerade schon gesagt. Nochmal hier in die Stadt. Denn ich glaube, der Schwertmeister war irgendwie im Schlossgarten, oder? Wenn ich mich richtig erinnere, war er dort. Ich habe es mir auch neulich wieder angesehen, aber genau erinnere ich mich nicht mehr. Ja, jedenfalls daran habe ich mich gerade eben erinnert, als ich da von der Haarpracht gelesen habe. Keine Ahnung warum. Aber hier war das, glaube ich, genau. So. Ja, hier war der. So. Was sagt er nochmal? Ich bin Maxissimus, der wahrhaftigste Meister der Schwertkunst von Hyrule. Wenn du bei mir trainierst, wirst du schnell Fortschritte machen. Aber es ist viel zu dunkel hier. So können wir nicht trainieren. Gib's doch zu, du hast bloß Angst im Dunkeln. Ach ja, hier habe ich die Lampe. So. Und es werde Licht. Moment, ich habe doch gerade Licht gemacht. Ach so, Moment.
Dann halt so. Und so. So. Und bist du willens, bei mir zu trainieren? Natürlich. Hört, hört. So werde ich dich nun in die Technik der Strahlenattacke lehren. Aha. Erstens, du musst voll Energie haben. Zweitens, zücke dein Schwert. Mehr ist nicht zu tun. Hast du das verstanden? Ja, das erinnert mich an Zelda 1. Das höre ich gern, doch Wissen allein reicht nicht. Schwerttechnik muss man dem eigenen Körper erlernen. Ich mache deinen Körper zur Marionette und lasse dich die Technik ausführen. Es wird langsam langweilig. Nun also der Marionettenzauber von Meister Maximus. Sehe und staune. 1, 2, 3, Marionette nun sei. Den Spruch kenne ich auch auswendig. So. Ja, das ist wie in Zelda 1. So, nun versuche es selbst. Die Energieanzeige muss voll sein. Zücke dein Schwert. Oh, danke, dass du deine Energie wieder auffüllst. So. Sehr gut, ich überreiche dir diese Schriftrolle der Schwertkunst. Falls du eine Schwerttechnik vergessen solltest, kannst du dort nachsehen. Okay. Aus der Schwertspitze schießen Strahlen hervor. Funktioniert nur bei voller Energie. Okay, Moment, ich will mal kurz auf die Schriftrollen gucken. Denn mir wurde auch gesagt, es soll noch mehr Schwertmeister geben. Naja, sagt ihr mir noch was? Es gibt nichts, was ich noch beibringen könnte. Du musst immer weiter trainieren. Die Schwertkunst ist ein Lebensstil. Okay. Mir wurde auch ein Tipp gegeben, wie ich die anderen Schwertmeister finden soll. Irgendwie, dass neben dem Herz ein Durchgang sein soll. Was mich natürlich super weiterbringt, denn neben welchem Herz auch immer. Okay, dann überlege ich gerade, was könnte ich denn noch machen? Ich frage mal die Zelo. Dann lass uns zu dem Ort gehen, der auf der Karte eingezeichnet ist. Ach ja, die Karte. Es gibt wohl keinen anderen Weg, das letzte Element wieder zu erlangen. Okay, der Ort. Was ist das für ein Ort? Na, ich gehe einfach mal da durch. Beziehungsweise, wie komme ich da hin? Ich kann hier schwimmen. Aber das bringt mich nicht weiter, oder? Hier. Innenhof von Schloss Hyrule. Okay. Ich glaube, das ist ein Secret. Na gut. Und da oben komme ich auch hoch an die andere Truhe. Großer roter Rubin, also 200 grüne Rubine. Schön, ich habe ein Secret gefunden. Okay, dann müsste ich irgendwo hier auf der anderen Seite an Land gehen können, oder? Oder ich könnte, glaube ich, auch irgendwie... Genau, hier kann ich jetzt ja durch. Okay, das wird wahrscheinlich der Weg sein, der mich weiterbringt. So. Okay, dann gucke ich kurz mal hier in die Truhe. 200 mysteriöse Muscheln. Und ich will kurz noch nach unten schauen. Wow, okay, den Move wollte ich gar nicht machen, aber okay. Boah, ich will nie wieder Energie verlieren. Das ist ja so genial. Was ist das? Was habe ich damit erreicht? Na, egal. Okay, ein Fragment. Moment, ist das vielleicht das, was ich für Tingle brauche? Könnte ja sein, mal gucken. Nö, schade. Okay, dann gehe ich jetzt wieder da hoch und dann nochmal, durch den Tunnel. Denn ich glaube, ich will eigentlich da nach oben. Moment, ich habe gerade was gesehen, da unten. Sieht komisch aus. Egal, gucke ich mir ein andermal an. Ein andermal, meine ich. So. Nochmal aufladen, warum auch immer das so lange dauern muss. Drei Klone machen, beziehungsweise zwei Klone. Der eine bin ich ja Silber und ich habe gefailt. Okay. Zwei Klone machen. Dann die Leiter hoch. Und die Treppe hoch. Und hierhin. Tal der Königsfamilie. Hihihi, na, Andy, ziemlich finster, nicht? Ziemlich gruselig, oder? Was, du hast keine Angst? Ich natürlich auch nicht. Gut, gehen wir. Okay. Wie auch immer. Ein Geist und er hat mir meine Energie abgezockt. Und er schlägt mich ab, wie die Buhus in Mario, oder?
Erinnert mich ziemlich an die. Okay, Moment. Hier kommt es mir irgendwie so vor, als wäre der Boomerang eine gute Waffe. Ja, ich hatte recht. Aus irgendeinem Grund. Vielleicht wäre auch der Krug ganz nützlich, aber... Wow. Was zum... Hilfe. Ich wurde von einer Elster angefallen. Ach, schleck mich doch nicht ab. Interessantes Gebiet hier. Und hier auch. Okay, ich guck einfach mal weiter. Oh. Okay, diese Geister mag ich jetzt schon nicht. Ich probiere einfach mal den Krug aus. Ob ich... Na, falscher Knopf und falscher Fail. Ach, Mann. Ja, okay, dieses Gebiet mag ich, glaube ich, nicht. Okay, der Krug ist wirklich... Ach, nö. Ach, nö, ach, nö, ach, nö. Ah! Schild? Oben. Was? Okay. Ah, ein Labyrinth. Na toll. Na super, sowas mag ich ja. Links. Okay. Warum auch immer das Schild rechts steht. Wie vorher. Links. Okay. Wie am Anfang oben. Okay, bis jetzt noch nicht wirklich schwer. Rechts. Wie auf dem vorletzten Schild. Oben. Ich hab's geschafft. Okay. Okay. Also besonders schwer war das Rätsel nicht. Ich hab schon was Schwierigeres befürchtet. Die Tür kann ich nicht aufmachen und hier ist was. Ein Troll. Ah, Boris. Hallo, schon lange nicht gesehen. Ich bin Boris der Totengräber. Was? Der Geist eines Königs rief dich? Ach stimmt, da war ja was. Das habe ich ganz vergessen, dass er mich gerufen hat. Das muss der König von Hyrule aus der fernen Vergangenheit gewesen sein. Ich bin ihm auch schon im Traum begegnet, da er dich gerufen hat. Muss ich dich wohl einlassen. Hier hast du den Schlüssel zum Friedhof. Okay, danke. Öffne den Tor zu... Das Tor zum Friedhof. Ja, wer es nicht weiß, Boris kommt auch in Ocarina of Time vor. Au. Och nö. Dumm. Diese Krähe, sie hat den Schlüssel zum Friedhof geklaut. Renn hinterher und hol den Schlüssel zurück. Okay. Ja, wer es nicht weiß, Boris hier kommt auch in Ocarina of Time vor und in der englischen Version heißt er aber Dampy oder sowas. Nur in der deutschen Version wurde er irgendwie auf Boris übersetzt. Keine Ahnung warum. Die Krähe hat den Schlüssel geklaut. Wenn du es langsam bist, wird sie dir entwischen. Du musst schnell sein, um den Schlüssel wieder zu bekommen. Alles klar. Okay, wo ist sie denn hingeflogen? Wenn ich das noch wüsste. Oh, da ist sie. Okay, muss ich hier was Bestimmtes machen oder einfach nur... So lange bis... Okay, Moment. Ich habe eine Idee. Oder ich benutze den Bumerang. Gerade eben wollte ich zwar den Bogen einsetzen. Okay, vielleicht ist es auch besser. Oder auch nicht. Ich nehme mal Bogen und Lampe. Das ist vielleicht die bessere Kombination. Nee. Bumerang? Krug. Nö. Was denn dann? Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, ich mache auch hier erstmal Pause und sage bis zum nächsten Mal.